Es ist Sonntagabend und es gibt Resteessen, und zwar Ofengemüse aus Zucchini, Oliven, Sesam-Mandel-Tofu, Möhren, Zwiebeln und Süßkartoffel. Dazu Kartoffelpüree mit Sellerie und nochmal die Gewürzsoße. So, mein Abendbrot ist jetzt ein Roggenbrötchen, einmal mit einer Scheibe veganer Wurst und einmal mit frischer Guacamole. Lecker, lecker. So, wieder Zeit für ein Smoothie. Diesmal ist er auch schon fertig gemixt. Und zwar ist da drinne Birne, Möhre, Gurke, Banane und ja, gefrorenes Obst für die Kälte. Und der schmeckt angenehm frisch, muss ich sagen. Das Ideale bei so heißen Temperaturen. So, es gibt nochmal Roggenbrötchen, weil ich zwei davon hatte. Und eins wieder mit Guacamole. Da habe ich noch geschälte Hanfsamen drüber gestreut und Paprika. Und eins mit selbstgemachtem Pflaumenmus. Bei mir gibt es heute selbstgemachte Pommes, die ein bisschen zu dunkel geworden sind. Und zwar sind die aus Kartoffeln, aus Süßkartoffeln, aus Kohlrabi und aus Möhren. Dazu gibt es dann auch gleich noch Gemüsestäbchen, die sind gerade noch im Ofen, die ist von Iglo. Und dazu einfach zweierlei selbstgemachte Mayonnaise, da habe ich verschiedene Dips reingerührt, Ketchup, Barbecue-Soße. Ja, man merkt, ich hatte heute keinen Bock zu kochen. So, und noch ein Nachtisch hinterher, und zwar zwei Plattpfirsiche und ein paar Physalis. Heute gibt es als Frühstück Salat bei mir. Und zwar aus Avocado, Tomate, Frühlingszwiebel, Paprika, rote Beete, Petersilie. Dazu habe ich dann noch ein paar geschälte Hanfsamen gegeben und ein paar Sonnenblumen und Kürbiskerne. Und einfach mit Balsamico-Essig angemacht. Dazu noch ein bisschen Paprikapulver und Kümmel. Heute gibt es wieder was aus dem Ofen. Und zwar sind das Gemüsetortellini, buntes Gemüse und eine Tomaten-Reissahnesoße. Und alle möglichen Kräuter und an Gemüse, boah, da habe ich alles Mögliche reingeschmissen. Zucchini, Frühlingszwiebeln, Möhre, Süßkartoffel, Fenchel, alles Mögliche halt. Ja, und dann einfach mit den Tortellini und der Soße in den Backofen und dann für 25 Minuten geschmort. Und es ist sehr lecker, aber auch noch sehr heiß. Und es gibt wieder Hafernuss-Pancakes zum Frühstück, diesmal mit Mango und Apfelmus und Zimt. Ja, und ich freue mich, und ich muss sagen, diese Pancakes sind für mich echt ein mega guter Brotersatz irgendwie. Sie sind nicht ein Müsli, sondern sie sind ja irgendwie was Festeres, Deftigeres. Ich finde sie klasse, ich liebe sie immer noch. Mal gucken, wie lange es hält. Also es gibt so Tage wie heute, da schmeiße ich beim Essen echt einfach alles zusammen, was ich so finde, oder zumindest ziemlich viel. Und ja, ich zeige euch das jetzt gleich mal. Es sieht wahrscheinlich wieder nicht so lecker aus. Und ich weiß auch nicht, ob ich alles zusammenkriege, was ich da reingeschmissen habe. Aber ich kann sagen, es ist richtig lecker und ich denke mal, das dürfte auch nicht allzu ungesund sein. Ja, ihr seht, ein riesiges Mischmasch. Und zwar habe ich da zuerst gekocht so griechische Nudeln. Das sind, Moment, das sind hier diese länglichen, das sind die griechischen Nudeln. Die habe ich gekocht zusammen mit roten Linsen und von Pejenschura mit so einer Quinoa-Gemüsemischung. Und in der Pfanne habe ich, achso genau, Erbsen habe ich dann auch noch dazu gegeben. Und in der Pfanne habe ich dann das Gemüse in Reissahne und Tomatenmark gekocht oder gegart. Und zwar habe ich da Lauch genommen, Möhren, Fenchel, Zucchini, Kohlrabi und Paprika. Und da fällt mir auf, ich habe Zwiebel vergessen, aber jetzt zu spät. Habe dann noch schwarzen Sesam dazugegeben und geschälte Hanfsamen. Das Ganze gewürzt mit ein bisschen Sojasauce, Salz, Pfeffer, Curry. Ja, und das ist echt ein bunter Mischmasch, aber ich finde sowas zwischendurch echt immer total lecker. Und da kann ich dann auch den ganzen Tag von essen. Guten Appetit! Jetzt ist mir beim Essen aufgefallen, ich habe vergessen zu filmen. Und zwar gibt es heute wieder Pancakes, diesmal als kleines Türmchen mit Aprikosen und Pfirsich und dazu rote Grütze. Zum Mittagessen gibt es heute bei mir frische Knöpfle-Spätzle. Dazu Zwiebeln, Auberginen, Gewürze und Avocado.
Nachdem es bei mir heute tagsüber auf dem Vöbelermarkt eine vegane, gefüllte Teigtasche mit Spinat, Tomaten und Peperoni gab, habe ich mir zum Abendessen nochmal Spätzle gemacht. Und zwar diesmal mit Lauch, ein bisschen Mandelsesam-Tofu und Avocado. Ja, lecker. Zum Mittag habe ich mir jetzt einen Nudelsalat gemacht und habe da alles mögliche an Gemüse reingeworfen. Frühlingszwiebel, normale Zwiebel, Zucchini, Aubergine, Mais, Erbsen, Avocado und habe das Ganze dann mit ein bisschen Eiweiß verrührt. Ja, ist lecker und ich habe jetzt auch echt wahnsinnig Hunger. Zum Abendessen gibt es jetzt bei mir eine leckere Kürbissuppe mit roten Linsen, Kokosmilch, Ingwer, Mais. Ja, und da habe ich euch auch ein Kochvideo dazu gemacht, was entweder schon online ist oder demnächst noch kommt. Heutiges Abendessen sind Zucchini-Nudeln mit Tomatenstücken, einer cremigen Cashew-Soße und Oliven. So, ich habe jetzt meiner Mutter mir noch einen Smoothie gemacht aus einer halben Ananas, einem Pfirsich, einer Birne und einer Menge Kokosmilch. Ja, so als Abendsnack. Ja, ich hatte eine sehr große Zucchini benutzt und deswegen habe ich auch heute noch Zucchini-Nudeln übergehabt. Ich habe jetzt sogar immer noch ein paar, die esse ich dann glaube ich heute Abend. Und es gibt jetzt wieder die Cashew-Soße dazu. Die hat jetzt auch nochmal für die zweite Portion gereicht. Da habe ich auch noch einen Rest für die restlichen Zucchini-Nudeln über. Und dazu habe ich mir Kürbis klein geschnitten und zusammen mit Frühlingszwiebeln, klein gehackten getrockneten Tomaten und geschälten Hanfsamen in der Pfanne angebraten und darüber gegeben. Ist jetzt nicht Rohkost, aber ich lege da eh nicht so den Wert auf Rohkost. Aber es ist auf jeden Fall richtig mega lecker. Ja, mein heutiger Smoothie hat eine richtig coole Farbe, so ein helles Moosgrün oder so. Da habe ich reingeworfen Ananas, Mango, Kürbis, Spinat und gefrorene Früchte für die Kälte. Und Kokosnussmilch ist auch noch drin. Der sieht irgendwie cool aus und er schmeckt richtig genial. Und die Katzen wollen auch mal kurz Hallo sagen. Ja, also auf den freue ich mich, der ist super cool. Ach ja, und das, worüber ich mich richtig gefreut hatte, hier seht ihr noch den Rest der Mango. Und zwar ist die Mango überreif, wie man da oben sieht. Aber das Fleisch an sich ist noch mega, also ist so richtig schön saftig und alles. Und dann habe ich die geschenkt bekommen beim Obsthändler, das fand ich sehr cool. Das heutige Flüssigobst ist wieder Mango, Ananas, Birne und Pfirsich. Miam, miam. Das heutige Abendessen, nicht gesund, aber lecker, sind Kartoffelspalten aus dem Backofen. Ich hatte ja auch mal versucht, so Kartoffelspaghetti zu machen, aber mit meinem Spiralschneider ist es echt mühsam und naja. Dazu Gemüsestäbchen und Ketchup und selbstgemachte Mayo und Barbecue-Soße und ein bisschen Salat. So, ich werde jetzt noch den Rest Salat vom Abendessen essen, das ist ja nicht mehr wirklich viel. Und dazu zwei Scheiben Knäckebrot mit Jette-Limette-Aufstrich. Dazu noch ein bisschen Röstzwiebeln und Kümmel. Kein sonderlich ansehnliches Frühstück, aber so ist es nun mal mit Haferschleim. Und zwar gibt es den heute mit Bananen, mit Pflaumen und mit meinem gestern frisch gemachten Apfelkompott. Ja. Sättigend, gesund, lecker. Bei mir gibt es jetzt zum Mittagessen die Reste der Linsensuppe von gestern. Dazu noch frische Frühlingszwiebeln, also das Grün davon und Kresse. Und ich wollte die eigentlich gestern schon filmen, nachdem ich sie gekocht habe. Aber am Ende des Kochvideos ist das Handy in die Suppe gefallen. Und die Kamera hat dann bis eben nicht mehr funktioniert, weil sie die ganze Zeit von innen beschlagen war. Ja, ich hoffe, das hat sich jetzt erledigt. Und ja, auf jeden Fall ist die Suppe richtig lecker. Und wie ihr gehört habt, ich habe da auch ein Kochvideo zu gemacht. Juhu! Als Mittagessen-Vorspeise hatte ich eben grünen Salat mit Gurke, Frühlingszwiebel, Kresse. Und jetzt gibt es Maultaschen, und zwar sind das vegane Maultaschen, die habe ich bei Alles Vegetarisch bestellt. Ich bin mal gespannt, wie die schmecken. Die habe ich gekocht, habe ich dann angebraten, zusammen mit Lauch und Aubergine. Ein bisschen Tomatenmark und Kräuter und so noch dran gegeben. Und jetzt noch ein paar Hefeflocken drüber. Ja, und ich bin mal gespannt, es riecht auf jeden Fall lecker.
Om nom 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 nom. Nach einem sehr langen Spaziergang mit Karlchen, jetzt erstmal eine schöne, saftige Mango. Da freue ich mich drauf.